Pierre und Savage meinten auch beide einfach so, ich meine so, wer ist der Motherfucker? Die meinten so, Sido. Safe. Das ist nicht einfach, das ist so krank, dass sich einfach alle einig sind. Nein, weil das habe ich immer gesagt, wenn ich ins Studio gehe, ich mache Liegestützen. Wenn ich mit Sido ins Studio gehe, ich mache Liegestützen, ich mache mir Kopf, ich bin vorher trainiert, ich bin vorbereitet, ich blablabla. Die Art von Rap, die ich mache, ist Arbeit. Ich bin nicht talentiert, sondern ich bin Arbeiter. Sido hat ein Talent und Sido hat eine Magie, der geht ins Studio, du guckst ihn an, der kifft ein Joint, der Beat läuft, du schreibst einen Text, du gehst rein, ich brauche 10 Takes, 20 Takes, komm wieder raus, er kifft weiter, ist voll locker, so, ey Sido, wie geht's, alles okay, ja, so, dies, das, dann gehst du kurz Getränke holen, dann kommst du wieder, er kifft immer noch, du denkst, okay, heute wird nichts mehr, so, dann sagt er, okay, kann ich kurz und so, ja, mach, bitteschön, und dann geht er rein, ein Take, fertig, danke, tschüss. Ja, das ist krass. Mit Sido musst du auch reden, zum Beispiel, wenn du Fragen hast zu Musik, zu Aussagen, wo, was willst du mit dem Song aussagen, oder wie ist die Sicht auf die aktuelle Lage, oder die, der gibt dir Antworten in zwei Sätzen.